Der Basiswert ist das wichtigste Ausstattungsmerkmal eines Zertifikats und macht das Produkt erst zu dem, was es ist. Denn der Wert eines Zertifikats wird wesentlich durch den Wert des Basiswerts bestimmt. Der Deutsche Derivatverband stellt unter anderem Informationen zu Basiswerten selbst, aber auch zu Zertifikaten mit diesem Basiswert zur Verfügung. Der Basiswert des Monats Juni ist die Puma SE und dies hier sind die wichtigsten Daten und Fakten zum Stichtag 1. Juni 2016. Die Puma SE mit Sitz in Herzogenaurach, Mittelfranken, gehört neben Adidas und Nike zu den weltweit größten Sportartikelherstellern. 10.988 Mitarbeiter erwirtschafteten im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz in Höhe von 3,39 Milliarden Euro. 44,5% hiervon mit Schuhen, 36,7% mit Textilien und 18,8% mit Accessoires. Der Gewinn betrug 37,1 Millionen Euro. Die Aktien von Puma sind im SDAX gelistet und hatten ihr Allzeithoch am 11. April 2007 bei 350,10 €. Auf den tiefsten Stand fielen sie am 10. Dezember 1998 mit 11,24 €. Den größten Tagesgewinn konnten die Aktien am 25. Oktober 2001 mit einem Plus von 19,9 erzielen, während der größte Verlust mit einem Minus von 15,5% am 11. September 2001 eintrat. Derzeit können Privatanleger aus mehr als 280 strukturierten Produkten die für sie passende Anlage auswählen. Hierfür stehen je nach Risikoneigung, Renditewunsch und Markterwartung rund 60 Anlageprodukte und 220 Hebelprodukte zur Verfügung. Die Aktie von Puma ist damit ein beliebter Basiswert aus dem SDAX bei den Zertifikateanlegern in Deutschland. Bei diesen Informationen handelt es sich weder um eine Empfehlung noch um eine Meinung des DDV, welcher Basiswert sich besonders gut entwickeln könnte. Es geht lediglich um ganz allgemeine Informationen zu einem bestimmten Basiswert, der in Deutschland unter den Käufern von Zertifikaten beliebt ist.